2019, da hörte ich durch Freunde, also im Bürgerhaus ist eine Versammlung, geht es um Schlachterei Tönnies in Kellinghusen. Und da war ich ja neugierig, weil ich da quasi Kellinghusener war, da aufgewachsen bin. War übervoll die Bürgerversammlung, was weiß ich, da 120, 30 Leute. Also es ging um die Wohnverhältnisse dort und auch um die Arbeitsbedingungen bei Tönnies. Und da wurden dann absolute Horrorgeschichten erzählt. Und es war für alle, die da waren, war das quasi so ein Schock. Und da hat er sich dann so eine Initiative gebildet, Stützkreis Kellinghusen. Und die aus Empörung darüber, sowas Schlimmes in unserem Kellinghusen, konnten sich gar nicht vorstellen, wie Menschen dort arbeiten müssen und wie sie leben und wie die Leute da misshandelt zusammengeschlagen wurden, die da Kellinghusen wohnten, die Werksvertragsarbeiter von Tönnies, also meistens Rumänen. Und darauf bildete sich dann dieser Stützkreis, so aus dieser Empörung heraus, meistens Frauen. Wir haben dann vom Jofix aus ein Treffen in Hamburg und haben dann vom Stützkreis die eingeladen aus Kellinghusen. Und aus Reda-Wiedenbrück haben wir Leute eingeladen, aus der dortigen Initiative und aus Gütersloh. Und das war so der Anfang, dass dann dieser sogenannte 19er-Kreis entstanden ist. Und inzwischen sind es ungefähr 30 Gruppen, die da zusammen sind, alle gegen das System Tönnies gerichtet. Das ist unser gemeinsamer Nenner. In unserem Kreis sind auch noch drin Beratungsstellen, der Peter Kossen mit seiner Initiative oder da sind noch drin NGG-Funktionäre, Gewerkschaftsfunktionäre, dann von Arbeit und Leben und von Fair Mobility und auch Leute, die von Gesundheitsschutz beruflich Ahnung haben und Arbeitsrecht und so weiter und von der Uni Göttingen und so. Und so ein Kreis ist da zusammen und da macht jeder in seiner Initiative vor Ort, wo er ist, in der Beratungsstelle oder Interviews mit Betroffenen. Jeder an seinem Ort macht da die Arbeit. Und wenn wir zusammen sind, ist das ein gutes Klima, trotz dieser Unterschiedlichkeit. Und eine sehr positive Rolle spielt der Pfarrer Kossen in seiner Art auch in dieser Initiative, nicht? Hier, das ist das Buch hier, das wir rausgegeben haben. Da wollen wir dann noch ein zweites Buch rausgeben, das noch ein umfassender ist vom ganzen geschilderten Spektrum. Also gab etliche Initiativen und Interviews gegeben und kleine Aktionen und Demonstrationen in Kellinghusen, überall, auch in Reda-Wiedenbrück, waren gegen Tönnies. Aber das hielt sich von der Skandalisierung und Bekanntheit her, war das relativ gering. Die haben immer nur begrenzte Aufmerksamkeit gehabt, ne? Und erst durch Corona selbst, dann die Ansteckung von über 2000 Beschäftigten, ihren Wohnungen in der Firma selbst, da stürzten sich die Medien drauf. Und als wir die Buchvorstellung machten im Juni vorigen Jahres, hier, dieses Buch, da kam uns zugute, dass die ganzen, das war genau am 18. Juni 2020 und das war genau der Tag, als die Journalisten sich alle nach Reda-Wiedenbrück hingegeben, alle Fernsehsender, was man sich vorstellen kann, und interviewten Leute auf der Straße, was haltet ihr davon, dass die Schulen geschlossen, Kindergärten geschlossen werden und so. Und dann sagten wir, wir machen hier gerade eine Pressekonferenz, da wären zu einer ganz normal zur Pressekonferenz 4-5 Leute, Lokalpresse gekommen. Und dann war aber ganz viele von diesen Fernsehstationen, die waren da und dann bekam das eine große Verbreitung. Und was noch wichtig ist, erwähnenswert ist, glaube ich, das ist, dass sich durch eine Kollegin aus Kellinghusen, die da bei den Grünen ist und im Stadtrat ist, die hat aus ihrer Initiative jetzt im Anfang des Jahres, hat sie so eine Initiative ergriffen. Da gab es im vorigen Jahr eine Besetzung durch Tierrechtler des Tönnies-Geländes und da waren die Bauern angefahren gekommen und hatten da gegen die Tierrechtlerin, die gegen die Tierrechtler Stellung genommen
und gesagt, die Schweine müssen abgeliefert werden und das ist schlimm und so weiter. Und gab es also Konflikte. Und da ist dann die eine Kollegin aus Kellinghusen, hat da Verbindung mit den Bauern und mit denen diskutiert und Verbindung aufgenommen. Und die hat dann jetzt zu Anfang des Jahres zum Kreis, und da kommen dann in Kellinghusen zusammen, aus Schleswig-Holstein praktisch nur, kommen zusammen etliche Bauern, die sie kennengelernt hat, die lädt sie dazu ein. Dann kommen Tierrechtler, mit denen kann man absolut reden, die sagen auch, die kritisieren genauso, wie sie das Tierleid sehen, sehen sie das Leid der Menschen in Schlachtfabriken auch. Mit die sind in Ordnung, mit denen kann man gut zusammenarbeiten. Ne? Und die haben auch mehrere Kapitel oder mehrere Beiträge in unserem Buch, das hoffentlich bald erscheinen wird, haben sie da auch was zu geschrieben. Sehr gute Beiträge auch. Ne? Und besonders an dem Treffen interessiert sind, merke ich immer wieder, und die bestehen darauf, dass wir keine Online-Treffen machen, sondern persönlich, sind da die Bauern und Landwirte, die da sind. Also das sagen ja so toll, dass wir mit euch schnacken können, nicht? Und eure Standpunkte kennenlernen und so. Also das ist ein sehr guter Kreis, eine sehr gute Vernetzung, die die Gabi da in Kellinghusen geschaffen hat. Ne? Aber wichtig ist, dass das nicht nur beschränkt bleibt, dieses Gesetz auf den Kernbereich der Fleischindustrie, sondern es sind ja 100.000 oder Millionen Menschen, die ähnlich beschäftigt sind bei Subunternehmen in allen anderen Transportbereichen im Baubereich und in vielen anderen Bereichen. Die leben genauso dreckig und schlimm wie, oder fast so schlimm wie die Werksvertragsarbeiter in der Schlachtindustrie. Und das ist auch für uns ein Thema, dass wir nicht nur engstirnig sind und auf die Schlachtindustrie nur gucken, sondern auf die anderen Menschen auch. Ne? Und besonders drastisch bringt das immer der Peter Kossen, der Pfarrer Kossen, zum Ausdruck, der dann sagt, ja, da werden die Leute aus Rumänien herbeigeschafft, Männlein und Weiblein, und dann wird dann sondiert, die Hübscheren wandern ins Bordell und die nicht so Hübscheren, die gehen ab in die Schlachtfabrik. Und das ist seine Erfahrung. Ne? Hat er mitbekommen, dass es so ist? Oder durch seinen Bruder, der Arzt ist, und der hat genau sowas festgestellt, ne? Dass so ein Mechanismus hier mitten in Deutschland passiert. Und deswegen sagt Kosten auch, das hat er vor Jahren schon gesagt, das sind Wegwerfmenschen für die Kapitalisten, die Menschen, die da aus Rumänien und Bulgarien und Polen und so weiter kommen. Ne?